Ergänzend zu ihrem recht erfolgreichen Buch Agile Spiele kurz und gut haben Dennis Wagner und Mark Bless eine Zusammenstellung von agilen Online-Spielen gemacht. Grund genug, sich mit den beiden über Online-Workshops, Spiele und Simulationen auszutauschen. Viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass Mark Bless und Dennis Wagner heute dabei sind, weil wir wollen über Online-Workshops, Spiele und Simulationen sprechen. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallöle. Wir mal wieder. Ja, stimmt. Das ist eine Folge mit Leuten, die schon mal da waren. Und warum sind sie wieder da? Weil ich gern mit ihnen quatsche und es auch anderen gut gefallen hat. Könnt ihr mal ganz kurz für die, die noch keine Folge mit euch gehört haben, euch kurz vorstellen und vor allem, was euch mit den Themen Workshops, Spiele und Simulationen verbindet? Fang du mal an, Marc. Jetzt wollte ich gerade sagen, fang du mal an, aber wir fangen mal an. Ja, was verbindet uns mit agilen Spielen und Simulationen und Workshops und das alles vor allen Dingen nicht nur offline, sondern mittlerweile auch online? Also, komm, wir holen mal ein bisschen aus, wir fangen mal vorne an. Dennis und ich, wir saßen vor mittlerweile etwas über 3 Jahren auf der OOP-Konferenz beim Mittagessen und haben uns darüber ausgetauscht, was wir so bei unseren Kunden und Klienten alles treiben und welche Werkzeuge und Mittelchen wir da einsetzen, um Prinzipien zu vermitteln, um den Leuten Dinge zu zeigen und sie was erfahren zu lassen. Und sind über diesen Weg drauf gekommen, dass wir da ganz schön viel in Richtung agile Spiele und Simulationen machen. Und unser Kollege, der Rolf Dräter, saß damals dabei und hat dann nach einer halben Stunde irgendwann gesagt, also wenn ich euch beiden so zuhöre, da müsstet ihr eigentlich ein kleines Buch draus machen. Ja, und so kam es. Also sprich, wir tun diese Dinge, haben darüber gesprochen und festgestellt, lass doch mal aufschreiben, was wir da so machen. Und da ist ein kleines Buch rausgekommen, Agile Spiele, kurz und gut. Sieht so aus, ich habe zufällig eins dabei. Und ja, das verbindet uns mit diesem Thema. Also wir haben ein bisschen Erfahrung, haben dazu was geschrieben, machen das ein oder andere auch aktiv. Und von dem her, würde ich sagen, sitzen wir heute hier. Genau. Genau. Hat der Marc schon sehr schön zusammengefasst. Also, wenn er sagt, wir haben ein bisschen Erfahrung, dann liegt das daran, dass wir beide, glaube ich, schon diverse Jahre bis in zweistellige Zahlen hinein als Agile Coaches freiberuflich unterwegs sind. Und klar, da gehört das in den Werkzeugkoffer. Und da sind wir beide auch noch Spielkinder und machen das dann noch gerne und machen das manchmal auch schön zusammen. Und demzufolge hat sich das angeboten. Passt. Was übrigens ein bisschen ein anderer Zugang ist, als von mir zu spielen, weil tief im Inneren habe ich Spiele eigentlich immer gehasst. Und dann habe ich leider festgestellt, dass sie helfen. Und jetzt sehen mich ja einige durch so die ein oder andere Spieleentwicklung irgendwie, Ralf, das ist doch der mit den agilen Spielen. Und das ist dann irgendwie für so diesen Gesellschaftsspiele-Hasser an der Stelle ist das schon ein bisschen verwirrend. Aber ich komme langsam damit klar. Und tatsächlich jetzt, wo die Zwillinge halt größer werden, die Älteren, macht es auch Spaß, mit denen zu spielen, aber für mich war es tatsächlich vor allem ein sehr effektives Werkzeug gewesen. Naja. Ja, Kinder sind durchaus hilfreich, die eigene Sicht auf Spiele nochmal zu rekalibrieren, will ich es mal nennen. Aber klar, ich meine, ich glaube, Marc und ich sind beide grundsätzlich schon Spielkinder, aber der Beruf bringt es halt einfach mit sich, dass man das als Werkzeug auch schon länger benutzt und dann, wenn man so ein bisschen affin dazu ist, ist es nur leichter. Genau. Aber das bringt mich eigentlich zu meiner ersten Frage. Wo ist für gute Agilität, Interaktion, Spiele und Simulationen besonders wichtig? Also wo brauchen wir das? Wo hilft uns das? Wo hilft uns das weiter, dass wir da einen guten Zugang finden oder dass wir es auf den nächsten Level heben? Da hätte ich gern von jedem von euch einfach mal so eine Aussage zu. Also für mich war es ein Augenöffner, der Unterschied Trainings, die ich selbst als Teilnehmer gemacht habe, mit Menschen im agilen Bereich waren grundsätzlich sehr viel interaktiver, sehr viel inkludierender. Also man hat selbst, ja, war nicht nur rumsitzen und Zeit absitzen und hinterher aus dem Buch für die Prüfung lernen, sondern war halt mitmachen, war Selbsterfahrung. Das war für mich so ein, wow, so gehört das. Ja, für mich sind das immer die Punkte, wo Leute oder Teams
Dinge mal ganz konkret auch erfahren sollen. Also nicht irgendwie mit einem Frontaltraining irgendwelche Theorien beigebracht bekommen, so nach dem Motto, so und so funktioniert das und das müsst ihr jetzt einsehen und deswegen machen wir das so, sondern die Situation, wo wir mit spielerischen Ansätzen und bei mir am liebsten mit Simulationen Dinge vermitteln können, greifbar machen, fühlbar machen für die Leute und das auf einem etwas abstrakten Niveau und dennoch nah genug dran, dass der Transfer in die eigene Welt und die eigene Arbeitsumgebung leicht fällt und stattfinden kann. Also quasi, es hilft dabei, das zu lernen, was schwer aus Büchern zu lernen ist, was man halt selber erleben muss. Genau, ja. Was zeichnet für euch dann ein gutes Spiel aus? Zwei Dinge. Man lernt was bei und es macht Spaß. Marc? Ich würde sagen, tatsächlich die Möglichkeit, die Erfahrung konkret gemacht zu haben oder machen zu können und ein umfangreiches und hilfreiches Debriefing. Das ist für mich eigentlich der wesentliche Faktor. Und dann spielt es gar keine Rolle, ob der Spiel- oder Simulationsverlauf jetzt in Anführungszeichen richtig geklappt hat, sondern da kann eigentlich passieren, was will. Und wenn wir ein gutes Debriefing machen, können wir all das, was da passiert ist, nutzen, um die entsprechenden Erfahrungen nochmal transparent zu machen und zu reflektieren, was da jetzt eigentlich warum passiert ist und wie wir das nutzen können in unserer echten Umgebung, in der wir da drin sind als Team. Oh. Absolutamente. Also das ist auch direkt Anekdote. Es gibt halt so ein paar Spiele, bei denen machen wir hinterher Zahlenauswertung. Als ich das angefangen habe vor vielen Jahren, habe ich mir immer Sorgen gemacht, was muss ich tun, damit da die Zahlen in dem gewünschten Zielbereich sind. Die Sorge habe ich heute gar nicht mehr. Eben genau, was Marc beschreibt. Und da geht mal was schief und da hat mal einer einen Trick gefunden, der mir auch als Trainer oder als Facilitator nicht klar war. Und dann sehen die Zahlen bei denen anders aus. Aber das ist egal. Ich kann trotzdem drüber reden. Ich kann trotzdem vermitteln, was ich eigentlich vermitteln möchte. Da kann man, glaube ich, relativ entspannt rangehen und die Erfahrung hilft dann, wenn man das ein paar Mal erlebt hat, dass die Zahlen nicht so richtig darlegen, was man sich vornimmt, aber es trotzdem gut funktioniert, hey, dann ist doch alles gut. Aber du meinst quasi, dass eigentlich ein gutes Spiel auch ein gewisser Resonanzkörper ist, in den dann halt eintaucht und aus dem man dann halt auch ein Feedback kriegt, wie die Leute darauf reagieren. Also die besten Spiele für mich sind halt nicht diese Scripted Reality Spiele, wo einer sagt, Marc hat jetzt eine 5 gewürfelt, du musst jetzt lächeln. Und jetzt hat Dennis eine 2 gewürfelt, du bist jetzt traurig und jetzt ärgerst du den Marc, weil du bist traurig. Das ist für mich so ein bisschen, für mich sind die Spiele, die den Freiraum haben, in der diese Resonanz entsteht und dann plötzlich halt auch etwas Freies entstehen kann, was häufig auch eine sehr starke Selbstoffenbarung ist. Das geht für mich zumindest an der Stelle auch so weit, dass Leute so spielen, wie sie arbeiten. Also gerade wenn ich so ein Team habe, was gut eingespielt ist, die machen auch ein tolles Spiel und rocken das. Und eine Gruppe, die es geschafft hat, sich 5 Jahre auszuweichen, die scheitern an den einfachsten Spielen. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrung ist. Genau. Ja, das ist genau so. Also da wird viel an bestehender Organisationskultur oftmals sichtbar, ne? Wie die Leute überhaupt an so ein Spiel rangehen, wie die sich koordinieren, wie die über Zielsetzungen sprechen, wie die sich dann finden, wie der Ablauf stattfindet, inwieweit die eine Führung brauchen und erwarten, ne? Und quasi hilflos irgendwie im Raum gucken, wer jetzt hier der Chef ist, der die Ansage macht. Also all diese Dinge sind oftmals tatsächlich sichtbar oder werden sichtbar. Und das ist total spannend, das zu sehen und zu beobachten und auch das wieder in die Reflexion am Ende reinzugehen. Ja. Ich würde eure Punkte, was ein gutes Spiel auszeichnet, noch um 2 Punkte, glaube ich, ergänzen, jetzt wo ich so für mich drüber nachgedacht habe. Das eine, was mir immer ganz wichtig ist, ist, dass Spiele, wenn ich sie im agilen Kontext zur Vermittlung einsetze, auch stark an dem, was ich damit vermitteln will, ausgerichtet sind. Jetzt habe ich zum Beispiel beim Kanban-Pizzaspiel, was ich ja mitentwickelt habe, die Situation gehabt, dass mir ständig Leute zum Beispiel vorgeschlagen haben, können wir da nicht noch einen Kunden einführen oder das? Und was wäre, wenn wir in der 4. Runde eine Calzone einführen, die plötzlich explodiert und alles durcheinander wirft? Und ich habe die Leute immer gefragt, gute Idee, aber wozu? Ja, finde ich geil. Und ich habe manchmal die Sorge, dass Leute Spiele überaufblähen mit tollen Ideen, die dann halt aber gar nicht mehr auf das einzahlen, was ich rüberbringen will. Ich weiß nicht, ihr habt da ja einen besseren Überblick geschaffen, auch über verschiedenste Spiele.
Gibt es Spiele, wo ihr so diesen Funktionalitäts- und Detailreichtum und dieses Überborden als sinnvoll erlebt habt, oder sind die Guten gerade nicht auch sehr fokussiert? Tatsächlich sprichst du da was Wichtiges an. So wie Marc und ich das mit den Spielen verstehen und versuchen zu vermitteln, sind sie nicht Selbstzweck. Also wir spielen nicht um des Spielens willen, zumindest im Allgemeinen nicht, sondern wir wollen ja was dabei vermitteln. Und die Frage ist da auch immer, plump gesagt, der Return on Invest. Helfe ich dem Erkenntnisprozess der Spielenden, wenn ich da noch Details hinzufüge? Und wenn die Antwort darauf ein Schulterzucken, ein Vielleicht oder sogar ein deutliches Nein ist, dann hat das wieder nichts mehr mit dem Zweck des Spiels zu tun. Man muss an der Stelle natürlich auch sagen, jetzt reden wir so, als wären die Spiele immer nur für Grundvermittlung bei Anfängern sinnvoll. Gibt natürlich auch so Aspekte wie Teambuilding oder gibt Aspekte einfach nur eine Moderation, wenn ich einen Workshop mache und die Leute sind nach dem Mittagessen alle irgendwie im Suppenkoma und sind müde, dann spiele ich auch mal ein Spiel nur dafür, also nur für Bekämpfen des Suppenkomas oder ähnliche Dinge oder einfach ein bisschen Bewegung reinkriegen. Das kann man schon auch machen, das gehört schon auch mit zum Handwerkszeug dazu. Aber das, wie soll ich sagen, das ist dann der vielleicht etwas weniger ernste Teil. Oder wenn ich, keine Ahnung, Teambuilding, ich habe ein Team, die spielen einmal im Monat irgendwie abends irgendwas zusammen. Ja, das ist Raum zum Ausprobieren. Da zählt es auch mit zur Entfaltung der Teilnehmer und vielleicht des Moderators. Ja, mit dazu, da auszuprobieren und vielleicht mal die Grenzen auszuloten und so Sachen neu dazu zu erfinden. Aber das ist vielleicht wirklich eine andere Kategorie. Also ich höre jetzt von euch, 3 Kategorien habe ich bisher rausgehört. Vielleicht habt ihr noch mehr. Ich habe dieses Lernen, Vermitteln, Erfahren als eine. Ich habe diese Sache in Richtung von Teambuilding. Ich habe die Sache von Energizern und Aktivierung nach Pausen. Seht ihr noch weitere Kategorien von agilen Spielen? Also es gibt ja, wir haben ja eine Kategorisierung auch in unserem Buch vorgenommen und auch in den Online-Spielen, die wir mittlerweile vermitteln und machen. Und es gibt ja so diese ganz klassischen Workshop-Spiele, die eigentlich mit agil auch gar nichts zu tun haben. Ne, wo wir jetzt sagen, wir machen einen schönen Opener und es gibt eine Closing-Aktivität. Es gibt die Energizer nach den Pausen, um irgendwie das Fresskoma überwinden zu können oder vielleicht mal wieder Ruhe reinzubringen. Das sind alles Dinge, wo ich sagen würde, ja, die gehören dazu. Die haben aber jetzt explizit mit agilen Themen eigentlich gar nichts zu tun. Also das sind hilfreiche Tools, die wir in Workshop-Formaten und Trainings einfach mitnutzen. Es gibt natürlich auch eine Fun-Kategorie, ne? Die ganzen Spaßspiele, wenn wir an mehrtägigen Trainings abends mit den Leuten noch zusammensitzen, wenn es dann auch mal wieder möglich ist, ne? Im echten Leben, abends an der Bar oder bei irgendwelchen Konferenzen, wo man tatsächlich so ein bisschen zum Socializen nochmal eine schöne spielerische Aktivität hat, was dann aber auch wieder in Richtung Teambuilding gehen kann, ne? Also Die Einsatzzwecke sind ja ganz unterschiedlich. Und für mich die 3 wesentlichen Kategorien, die zumindest wir in unserem Buch so drin haben, ist zum einen mal die Vermittlung von Prinzipien, wo wir wirklich sagen, da gibt's agile oder andere, anders ähnliche gelagerte Prinzipien, die wir vermitteln möchten. Es gibt größere Simulationen, um tatsächlich mal Abläufe oder Frameworks oder Methoden wirklich sichtbar zu machen und erlebbar zu machen. Und es gibt diese ganzen Social Dynamics und kommunikativen Aspekte. Mhm. Noch eine eigene Kategorie, um mal zu gucken, wie funktioniert denn so eine Truppe Führungskräfte miteinander? Wie kommunizieren die denn? Was passiert denn da eigentlich? Und jede Menge andere Beispiele, die in diesen Kategorien dann drin sind. Mittlerweile beschäftigen wir uns auch mit tatsächlich technischen Themen. Also die Fragestellung, was gibt's denn für, ja, sagen wir mal, Agile Developer Spiele, die hilfreich sind, um Dinge zu vermitteln, wie jetzt beispielsweise Pair Programming oder ja, die ganzen XP-Disziplinen, die da so drin stecken, das, was Entwickler für sich im Team machen können, um die spielerisch auch zu vermitteln. Um da halt auch einen Eindruck zu kriegen. Ja. Absolut.
Nee, das passt. Aber das heißt, also in eurem Buch oder auf euren Webseiten findet man halt nochmal so eine Kategorisierung. Die ist jetzt vielleicht verbal auch ein bisschen schwieriger aufzuarbeiten, aber es gibt verschiedene Kategorien, auch da, wo man ganz allgemein von Spielen profitiert. Aber es gibt halt ganz dedizierte Sachen, zum Beispiel zur Vermittlung, die wir im Agilen besonders aufgreifen. Und dann ist halt der Punkt dabei, wenn wir auf die Qualitäten gerade drauf geguckt haben und gesagt hat, es geht vor allem ums Lernen, Spaß auch in der Sache, des, natürlich auch des Spaßes willen und der Auflockerung wegen, aber halt eben auch, dass Leute sich da drin verlieren können und dass es halt eben dann zu diesen Learning Objectives aufgebaut ist, sodass daraus etwas entstehen kann. Das ist das, was ich jetzt mitgenommen habe. Genau. Also aber hast du gut zusammengefasst. Die Learning Objectives oder beziehungsweise eben der Zweck von so einem Spiel oder einer Simulation, das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, der immer zu bedenken ist. Also sich wirklich auch die Frage zu stellen, was will ich denn meinem Team oder meinem Teilnehmerkreis jetzt gerade vermitteln? Was brauchen die denn? Was sind denn die Prinzipien, die Themen, um die es jetzt geht? Und dann zu gucken, mit welcher spielerischen Aktivität oder mit welcher Simulation kriege ich das denn am besten gerade in den Raum, den ich hier habe. Was durchaus eine Herausforderung ist. Da zählt ja auch so ein bisschen dazu, wie weit sind diejenigen, bei welchem Stand, bei welcher Kultur sind diejenigen, mit denen eventuell gespielt werden kann oder soll. Wir haben öfter die Frage, warum nennt ihr das Spiele? Warum nennt ihr es nicht Simulationen, wenn ihr so viele Simulationen drin habt? Jetzt, wer Marc und mich kennt, weiß, dass wir da beide so ein bisschen aufrührerisch unterwegs sind. Es nicht Spiel zu nennen, ist manchmal ein Kalkül, wenn Leute dafür einfach noch nicht offen und nicht bereit sind. Also auf der Arbeit. Leute wie ich, die Probleme mit Spielen haben, ja. Genau, auf der Arbeit, im professionellen Umfeld wird im Allgemeinen ja erwartet, dass wir dieses Spielerische zu Hause lassen. Ne, dass wir das Emotionale weglassen und nur mit dem Rationalen auftauchen. Solche Dinge. Aber wir sollen engagiert sein, uns voll einbringen an der Stelle, aber das bitte ohne die andere Seite. Genau, das muss doch alles ernsthaft sein. Wir sind ja hier nicht zum Spaß. Ne? So. Und gespielt wird im Kindergarten. Genau. Ja, das ist so. Jetzt sind wir tatsächlich anderer Meinung. Also da spreche ich für Marc und mich zusammen. Wir glauben, Arbeit darf Spaß machen. Ich will gar nicht sagen soll, aber ich denke es. Die Frage ist halt, wenn ich in so einem Umfeld bin, wo das noch nicht gut funktioniert, sollte ich dann mit dem Spiel ums Eck kommen, bei dem der spielerische Aspekt, der, ich sag jetzt mal, quatschige Anteil groß ist? Vielleicht eher nett. Also das heißt aber nicht, dass ich nicht dieses Werkzeug der spielerischen Interaktion trotzdem gewinnbringend dort einsetzen kann. Also dass ich mir Wege überlege, wie ich das zum einen natürlich von der Wortwahl verkaufe, zum anderen aber auch schlicht und ergreifend durch die Auswahl. Marc hat das eben so ein bisschen angedeutet. Was wir empfehlen, wenn wir unsere Kurse zum Thema Spiele machen, ist, Leute, baut euch eine Matrix, in der ihr Zwecke und Spiele aneinander aufteilt. Also ich möchte wissen, für welchen Zweck kann ich welches Spiel benutzen und für welche Zwecke kann ich denn Spiel X oder Spiel Y tatsächlich einsetzen. Mhm. Was sich daraus ergibt, ist eben so eine Art Inhaltsverzeichnis des Werkzeugkoffers, in dem ich halt sehr zielgerichtet nachgucken kann, oh, dieses Team, bei dem ich gerade bin, die hatten letztes Mal ein Problem damit, nicht gut kommuniziert zu haben. Ne? Das Wissen war bei allen da, aber das Bewusstsein darüber, was der andere weiß, nicht. Was habe ich denn da an Aktivitäten? Mhm. Und was ich da dann rauskriege, entsprechend zu gucken, hey, was ist denn die nächste Gelegenheit, wo ich sowas anbringen kann? Je nachdem, in welcher Rolle ich da bin, kann ich einen Workshop machen? Mache ich das in einem Regelmeeting? Ist das irgendwie Teil der Arbeit? Mache ich das in so einer Teambuilding-Veranstaltung? Also das sind so Aspekte, die dazugehören, um gewinnbringend wirklich diese Dinge einsetzen zu können. Ja, wobei das muss natürlich auch zu jedem Stil passen an der Stelle, weil ich als staatlich anerkannte Spieler hasse, gucke natürlich häufig auch auf die Umgebung drauf, dass es gerade in den Umgebungen, die es nicht gewohnt sind zu spielen, besonders spannend ist, spielerische Interaktionen zu schaffen oder Simulationen zu schaffen, weil die es meistens gewohnt sind, sich sehr formal dann ja auch aus dem Weg zu gehen. Deswegen ist für mich teilweise der Punkt, dieses Ausweichen auf den Simulationsbegriff zum Beispiel zu sagen, wir schaffen hier in der kürzesten Zeit zu erfahren, wie Empirismus funktioniert oder wie Scrum funktioniert oder wie Kanban funktioniert. Wir können das auch gerne auslagern auf eure Praxis und auf mehrere Wochen verteilen, wenn euch das ökonomisch sinnvoller erscheint an der Stelle, mir aber nicht. Und das ist dann halt so ein Punkt, nö, das ist jetzt schon in einer Stunde, die ist dann schon, also ja, die ist dann gut investiert. Und das ist so ein Punkt, wo ein Teil der Leute gefühlt für mich ein bisschen besser reinkriegen kannst und dann hast du halt unterschiedliche Zielgruppen. Und ich finde diese Zielgruppe
der Nichtspieler tatsächlich sehr spannend, um halt hohen Wert zu erzeugen. Absolut. Wenn wir Spiele einsetzen, jetzt nicht nur am Spieleabend abends mit Freunden, sondern genau in so einem beruflichen Kontext, ist das, was du beschreibst, der Unterschied zwischen, da ist jemand, der geht uns auf den Zeiger mit irgendwelchem Kram, und wow, da ist ein professioneller Moderator, der die Dinge zielgerichtet sinnvoll einsetzt. Was mich jetzt zu der Frage bringt, nämlich die Marc eben schon so angerissen hat, wir sind ja immer noch mitten in Corona unterwegs. Und der Stelle ist momentan, euer Buch war ja ursprünglich mal eher so auf Präsenz ausgerichtet, primär, glaube ich. Der Punkt ist der, wir spielen jetzt seit über einem Jahr, sind wir jetzt dabei, dass wir alle remote arbeiten. Was unterscheidet für euch die Online- und Offline-Interaktion dabei und was bedeutet das für Spiele und Simulationen? Eigentlich gibt es keinen Unterschied. Das ist eine sehr gewagte These. Aber meine Aussage dazu ist immer, dass fast alles möglich ist, was wir aus der Offline-Welt kennen, aus den ganz klassischen Präsenztrainings und Workshops. Und fast alles davon ist übertragbar in die Online-Welt. Und bei nicht allem macht es Sinn. Also es gibt tatsächlich eine Reihe von agilen Spielen und Simulationen, die wir so online nicht einfach eins zu eins übernehmen können, weil... Zum Beispiel? Ballpoint Game. Sorry, Dennis? Ballpoint Game, finde ich, ist der absolute Klassiker an der Stelle. Also es ist wohl übertragbar, aber ich glaube nicht, dass es dann dasselbe übermittelt. Und insoweit stellt sich die Frage, sollte man es dann benutzen? Schönes Beispiel, weil ja du, Ralf, eine Alternative dazu geschaffen hast. Genau, das kannst du gleich noch erwähnen. Das ehrt mich auch. Ich wollte nur gerade an der Stelle sagen, meine Sorge bei dieser Übertragung von Offline-Spielen auf Online habe ich immer eine sehr große Sorge dieser Nostalgie des Übertragenden. Also das hat doch so gut damals funktioniert, wo wir es da und da gemacht haben. Das muss doch jetzt online gehen. Ich lasse mich da gerne auch positiv überzeugen, dass Leute das hinkriegen. Zum Beispiel sind Leute ja beim Kann-Man-Pizza-Spiel von mir immer auch dabei zu sagen, sie wollen das online machen. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, das tatsächlich inzwischen auch nach Interaktion und Spaß aus. Aber ich hatte am Anfang große Sorgen, dass es vor allem darum geht, dass dieser Typ, der es übertragen hat, dann auf die Leute zugeht, das ist doch auch toll, oder? Und die Leute dann nicken und ja, und er sagt, hey, das ist genauso gut. Und das ist für mich, ich glaube, wenn man befreiter anfängt, was anderes. Und da wolltest du gerade noch, Dennis, auf. Genau, also du holst mich da völlig ab, Ralf. Das ist genau diese Problematik. Wie Marc schon gesagt hat, man kann sehr viel auch wirklich eins zu eins übersetzen, aber die Frage ist an der Stelle, wozu? Also wenn ich etwas vermitteln will und dann mehr hinterher kämpfe mit den Unwägbarkeiten der Übersetzung, als dass ich mich auf das Wesentliche, auf den Kern, auf die Learning Objective von der eigentlichen Aktivität konzentriere, dann kann ich das vielleicht noch als wirklich guter Moderator hinterher auch im Debriefing wieder rausholen, aber die Frage ist halt, habe ich dann nicht unglaublich viel Energie verschwendet auf das völlig Falsche. Und so wie, genau, also das Ballpoint Game ist ein großartiges Spiel. Das haben zigtausende Menschen in Trainings über sich ergehen lassen und haben, glaube ich, richtig viel daraus gelernt. Es gibt mit Sicherheit die Möglichkeit, und ich habe auch mit Kollegen gesprochen, die gesagt haben, das haben sie hingekriegt und das haben sie auch zu ihrem und der Trainierenden oder Spielenden zu deren Befriedigung positiv hingekriegt, das Ballpoint-Game zu übersetzen. Ich persönlich spiele aber tatsächlich lieber deine Variante für die Online-Welt, das Haus des Nikolaus, weil es, glaube ich, intuitiver den Inhalt transportiert und ich mich nicht um die Rahmenbedingungen kümmern muss. Genau. Nicht ganz nicht, aber zumindest wesentlich weniger. Das heißt, der Lerneffekt der empirischen Prozesskontrolle, der steckt viel mehr im Vordergrund als das Kämpfen mit dem Tool, als das sich darauf konzentrieren, irgendwelche Rahmenbedingungen zu erfüllen, die mir eigentlich gar nicht weiterhelfen bei dem, was ich vermitteln will. Genau, das Haus von Nikolaus, für die, die gerade zuhören, werden wir auch nochmal verlinken an der Stelle. Das ist eine einfache Simulation, in der wir versuchen, diesen Kern von Scrum, diesen Empirismus halt zu leben, indem man in der Gruppe Häuser vom Nikolaus nach bestimmten Regeln zeichnet, in einem festen Setup, wo man von einer Runde zur nächsten halt das erlebt, was in vielen Fällen vorher mit dem Ballpoint-Game im Grunde gemacht wurde. Und ich hatte mich dabei bewusst entschieden, mich auf
den Einsatz eines anderen Mediums zu konzentrieren in dem Fall, also zu sagen, naja, was kann ich remote gut benutzen? Damals waren die digitalen Whiteboards sehr präsent, da habe ich gesagt, dann muss ich was zeichnen. Wenn ich was zeichnen muss, war für mich die logische Konsequenz, was zeichnet man denn, was ist die gängige Zeichensache, die zumindest im deutschsprachigen Raum präsenter ist als das Haus vom Nikolaus, und habe das dann als Basis genommen, weil die Metapher viel greifbarer ist. Und tatsächlich, du hast jetzt das Wort Metapher benutzt. Das ist ja oft so, was wir in diesen spielerischen Aktivitäten, egal ob man sie jetzt Spiel oder Simulation nennt, verwenden, sind ja Werkzeuge wie Metaphern oder wie Äquivalenzen oder wie Abkürzungen oder Gleichnisse oder Vergleiche, die uns einfach dabei helfen, komplexe Dinge, die wir in der Realität dauernd erleben, insbesondere bei der Arbeit dauernd erleben, in so einem spielerischen Kontext abzubilden. Mhm. Und deren Übersetzung, naja, wie Marc schon gesagt hat, ich glaube, wesentlich weniger wichtig ist die 1:1 Übersetzung, sondern die sinngemäße Übersetzung. Und manchmal wird, glaube ich, weder das eine noch das andere funktionieren. Also ein Negativbeispiel, ich habe noch keinen guten Ersatz gefunden oder davon gehört für die Marshmallow Challenge. Keine Ahnung, ob man Spaghetti gut in einem 3D-Tool machen könnte. Aber da kommt nicht das rüber, was passiert, wenn ich in Realität die Marshmallow Challenge mit Leuten spiele. Ja, also dann entstehen da eben solche Blüten, wie dass Leute versuchen, die Marshmallow Challenge mit virtuellen gleichen Objekten wie in der Realität abzubilden. Also das ist völlig hanebüchen, ne? Das versuchen zu wollen. Das führt einfach zu nichts. Genau. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Genauso wie Happy Salmon. Natürlich kann ich Happy Salmon-Karten einscannen und auf einem Whiteboard versuchen, da irgendwelchen Leuten virtuell hin und her zu schieben. Es hilft aber nichts. Ne? Es tritt einfach der Effekt nicht ein, den wir mit dem ursprünglichen Spiel erzeugen konnten. Und ein weiteres schönes Beispiel, also was ich ja sehr bedauerlich finde, dass wir Lego online nicht sinnvoll spielen können. Lego Scrum, Lego-Simulationen für mich nach wie vor eine der grandiosen, großen Simulationen, wo ich von 2 Stunden bis 3 Tage alles vermitteln kann, was ich möchte. Ich kann das so groß und so klein machen, wie ich will. Ich kann alles reinpacken an Learning Objectives oder es entsprechend fokussieren. Da gibt es keine, also für mich bislang keine sinnvolle 1:1 Abbildung in der Online-Welt. Was dem keine natürlich nahe kommt und wo ich genauso eine Flexibilität habe, sind dann solche Umsetzungen wie Scrumtail beispielsweise, ne, die ich auch ganz großartig und lange über mehrere Stunden oder Tage gestalten kann und wo ich auch wieder die Wahl habe, was packe ich denn da rein, auf was fokussiere ich das Learning, was ich da am Ende erreichen möchte. Aber es ist halt eine völlig andere Mechanik, ne, die letztendlich aber zu dem gleichen Learning Objective dann einzahlt. Also siehst du sowas wie die Scrum-Tail, siehst du eine Alternative zur Simulation von Scrum End-to-End mit Lego für dich, Dennis? Was benutzt du da? Oder benutzt du da was? Tatsächlich bin auch ich da eher auf der Scrum-Tail-Schiene. Die Problematik ist, ich habe 2 verschiedene Varianten erlebt, wo jemand versucht hat, Lego zu übersetzen. Das eine mit einem Lego 3D-App, mit einer Lego 3D-App und das andere mit Minecraft. Und die Problematik ist, das kann vielleicht funktionieren, wenn du da, keine Ahnung, Vollprofis in der jeweiligen Zielapplikation hast. Aber in dem Moment, wo eine Einstiegshürde besteht, übersetzt du nicht mehr das, was du in Lego hast. Lego ist halt für fast alle Menschen, mit denen ich in dem Zusammenhang je zu tun hatte, völlig intuitiv benutzbar. Selbst jemand, der noch nie selbst Lego besessen hat, kann in 3 Minuten lernen, damit umzugehen. Das gilt für die meisten 3D-Werkzeuge am Computer nicht. Ja. Ehrlich gesagt, du hast die Online-Whiteboards erwähnt. Wir sind jetzt über ein Jahr in der Pandemie und wir haben viele, viele, viele Erfahrungen gesammelt in Online-Workshops. Mir begegnet es immer noch und ich mache auch heute immer noch bei jeder größeren Session irgendeine Anfangsaktivität, um die Einstiegshürde klein zu halten. Also hier, sucht euch mal einen Avatar, zieht mal ein Post-it rein und schreibt euren Namen drauf. Auch das ist nach über einem Jahr durchaus noch ein Punkt, bei dem der eine oder andere sagt, ich weiß nicht, wie das geht oder mein Computer ist zu langsam, da spinnt irgendwas. Ich kann da gerade nicht mitmachen. Und da das ist halt...
Da sage ich übrigens den Leuten bei solchen Spielen wie diesem Haus vom Nikolaus, da sage ich den Leuten, falls Leute jetzt weg sind oder bei einem der Rechner spinnt, das ist Teil des Spiels. Oder habt ihr Umgebung, wo nie jemand krank wird? Da gucken die einen an, doch, dann ist das Teil des Spiels. Und die Frage, wie ihr euch dazu aufstellt. Sehr schöner Punkt. Das hilft mir nur nicht, wenn ich gar nicht anfangen kann. Klar. Also ich gebe dir völlig recht, Ralf. Diese Unwägbarkeiten des Lebens, die sind nun mal normal. Und auch die, wenn die Simulation eine gewisse Größe hat oder einen gewissen Umfang im Lerneffekt, will man das gar nicht weghalten. Nichtsdestotrotz, so ein Mindestmaß an Interaktion muss stattfinden, damit ich irgendwas davon habe. Und das ist halt einfach die Voraussetzung, an der ich es öfter auch, vielleicht nicht scheitern sehe, aber doch zumindest strauchen. Wenn halt wirklich die einfachsten Interaktionen überfordernd sind. Wenn die Hälfte in einem 80-Teilnehmer-Workshop noch nicht einmal auf das Board kommt oder dort nicht in der Lage ist, die einfachsten Interaktionen zu machen, dann werde ich dort nicht dasselbe Ergebnis haben. Wenn ich in der Realität eine Kiste Lego auf den Tisch geleert habe, weiß ich, dass was passiert. Genau. Und ich glaube, ich mache tatsächlich zu Workshops im Remote-Raum, mache ich tatsächlich, glaube ich, nochmal eine separate Folge, einfach um diese Punkte einzugehen und dieses Unsägliche. Hört auf, die Leute mit Tools zuzuschmeißen und da jeden in Orientierungslosigkeit zu schicken, weil er dachte, guck mal, Miro oder Mural ist doch toll, und dann verlieren sich die Leute drauf, obwohl er es gar nicht braucht an manchen Stellen. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber genau dein Haus des Nikolaus. In diesem sehr hilfreichen, in der sehr hilfreichen Animation sind Pfeile dargestellt. Was immer passiert, ist, der ein oder andere benutzt das Pfeilwerkzeug, statt einfach nur ein Zeichenwerkzeug um einen Strich zu malen. Das führt immer zu Schwierigkeiten. Übrigens, ein Drittel der Leute versucht, diesen Pfeilen zu folgen, weil ich die Animation zu schnell gestellt habe. Was auch immer sehr, sehr lustig ist. Aber sag mal, ich habe tatsächlich für Marks Punkt als große Simulation, ich habe die Scrum Tail nie gemacht, weil ich sie nicht gebraucht habe. Ich habe nämlich durch Zufall, ein, zwei Jahre bevor jetzt diese Pandemie losging, hatte ich das Problem gehabt, dass ich immer wieder in vielen Trainings auch Leute drin hatten, die schon mal Lego gespielt hatten oder Leute sich nicht drauf einlassen wollten. Und deswegen habe ich als große Simulation jetzt für Scrum Master Trainings oder für Einstiege nutze ich tatsächlich, dass ich die Leute ihre Fragen mit Scrum aufarbeiten lasse. Das heißt, es klingt im ersten Moment ein bisschen Meta, aber im Grunde nehme ich dann Fragen, spreche mit denen durch, was User Stories sind, mache ein bisschen Voodoo, dass diese Fragen in 25-Minuten-Einheiten für sie aufarbeitbar sind. Und dann habe ich halt Teams, die sich ihre Fragen vornehmen. Mal mir mal ein Beispiel dazu. Benenn diese Person, dass sie den Konflikt haben. Was wollen die damit erreichen? Dann habt ihr so einen Hangelfaden, den ich ihnen dann zu diesen Fragestellungen, die sie haben, hinmache. Und dann arbeiten sie es durch. Und ich habe sehr viele von den Effekten aus der Scrum-Simulation einerseits mit drin. Weil die Leute halt über bestimmte Aspekte davon nicht nachdenken, was sie brauchen, um am Ende ein Ergebnis zu haben. Und auf der anderen Seite arbeiten sie viel enger zusammen. Also gesehen, ich habe sehr gute Erfahrungen damit gesammelt, dass ich end-to-end am zweiten Tag zum Beispiel von meinem Scrum-Master-Training ist es so, dass wir dann Fragen nehmen, wir sprechen über User-Stories und dann machen wir 3 Sprints. Ich sage denen auch mal, das ist ein Lehrpfad dafür zu lernen, wie man mit scheiß Anforderungen umgeht, weil die Anforderungen sind jetzt noch nicht so geschmeidig gut, aber wir lernen damit umzugehen und gucken am Ende dann halt auch drauf, wie haben wir es geschafft, uns dazu aufzustellen. Und das ist für mich bisher das, warum ich mir auch sowas wie Scrum Tail oder andere Sachen nicht angeguckt habe, weil ich ihnen einerseits mitgeben kann an der Stelle, also ich kann dann Fragen aufarbeiten, was mir bei einem dichten Training erstmal sehr hilft. Ich kann ihnen eine End-to-End-Experience geben, wie die Verantwortlichkeiten zusammengreifen in dem Kontext, wo 80% der Scrum-Sachen drin vorkommen. Und ich kann inspirieren, dass wenn die Leute mit Scrum arbeiten, dass sie zur Not halt auch mal sagen können, wir machen mal einen 2-Tage-Scrum-Workshop, in dem sie halt 4 Sprints pro Tag machen oder sowas. Um dann halt zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand nach dem 4., 5. Sprint verstanden hat, oh, diese Stabilität, die ist ja ganz nett. Und Mensch, wenn wir das wieder machen, sollten wir nächstes Mal das ja anders machen. Das kommt eigentlich ganz gut rüber. Also das ist das, was ich gemacht habe, habe ich aber bisher auch nicht dokumentiert. Drehst mich ein bisschen. Ich habe vor 12, 13 Jahren auf einer Konferenz mal erlebt, dass jemand ein Agile-Talk on Agile gegeben hat. Der hat also quasi Fragen gesammelt, dann hat er die Gruppe durch Handzeichen priorisieren, abstimmen lassen für eine Priorisierung und hat dann in mehreren Sprints die Beantwortung der Fragen abgearbeitet mit Nachpriorisieren. Das Anwenden der Prinzipien, die wir aus den verschiedenen Methoden und oder Frameworks kennen, in einem ganz anderen Zusammenhang, ist eine schöne Möglichkeit, sich dem zu nähern. Bin ich
bin ich sehr überzeugt aus eigener Anschauung von beiden Seiten in so einem Workshop oder Vortragssetting. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also wie gesagt, funktioniert für mich gut an der Stelle, wobei es ist halt auch ein riesiger Unterschied. Eine ganze Menge Scrum-Trainer und Scrum-Vermittler arbeiten halt damit, dass sie sagen, ihr Training ist wie Scrum und sagen, wir machen dann alle halbe Tag machen wir mal eine Reflexion und wir haben irgendwelche Burndown-Charts und so weiter. Aber am Ende sind sie immer noch im Lead und treiben den Inhalt da irgendwie rein. Das, wo ich hier gerade tatsächlich drüber rede, ist ausführbare Backlog-Items, die sich die Leute reinziehen und selber aufarbeiten und mich pullen müssen, wenn sie noch was brauchen. Das ist halt irgendwie halt tatsächlich nochmal eine andere Nummer. Und das war glücklicherweise relativ leicht auch übertragbar auf online, weil das habe ich erst offline gemacht, wo ich mit einem Partner, mit einer Partnerfirma zusammengearbeitet habe, die als Basistrainings ihre CSMs, den Scrum-Grundlagenkurs als CSMs ohne Zertifikat quasi verkauft hat und ich danach ein CSM mit den Leuten hatte, die Leute mich angeguckt haben, was habt ihr denn schon alles gemacht? Da stellte sich raus, ja, alles, was du im Kurs so grob vorhast. Und da musste ich mal kurz ein neues Format erfinden und da habe ich dann halt relativ schnell halt geschaffen, ja, dann arbeiten wir halt die Sachen, die ihr da so habt, halt so auf und haben das dann halt relativ schnell, nachdem wir die Basissachen geprüft haben, gemacht. Die waren total happy damit und der Weg war halt extrem einfach übertragbar auf die Online-Welt, weil am Ende, wenn du eine Gruppe hast, die remote zusammen sich irgendwas ausarbeitet, ist es egal, ob sie vom digitalen Whiteboard sitzen oder halt in einem Raum. In unserem Job zitieren wir ja immer wieder gerne die großen Vordenker, inklusive einem Edward Stemming und ne, wir sind Knowledge Worker in unserem Umfeld, in der IT oder auch in anderer Produktentwicklung ist es ganz oft Knowledge Work und das, was gearbeitet wird, ist virtuell. Das lässt sich eigentlich ganz gut übertragen. Eigentlich schon. Wir haben jetzt gerade über Spiele gesprochen, also wo ich gefragt habe, was ist der Unterschied, was unterscheidet Online-Interaktion von Offline-Interaktion? Wir sind relativ schnell zur Übertragung und zur Bewertung und welche Spiele es gibt und finde ich auch einen schönen Austausch. Marc hat aber am Anfang des Gesprächs gesagt, eigentlich gibt es keinen Unterschied. Jetzt würde ich bei Marc nochmal nachfragen, kannst du dieses eigentlich nochmal ein bisschen ausführen? Also meine Aussage beziehe ich dahingehend darauf, dass wir die Learning Objectives, wenn wir die betrachten und uns überlegen, was brauchen wir denn eigentlich, was braucht das Team, was... Ich bin jetzt allgemein bei Online-Interaktion. Ich bin jetzt tatsächlich einfach, ich dachte, ich frage vor allem nach allgemeinen Online-Interaktion zu Offline-Interaktion, jetzt nicht nur auf Spiele bezogen. Was da der Unterschied ist, also natürlich ist der große Unterschied, dass ganz viel Empathie verloren geht. Zwischen Offline und Online. Also natürlich, idealerweise sehen wir die Leute, so wie wir uns jetzt hier auch gerade per Video noch zugeschaltet sehen und können da Mimik ablesen, können zumindest relativ gut interpretieren, findet mein Gegenüber meine Aussage jetzt zutreffend oder eher ablehnend oder verärgere ich vielleicht irgendjemanden oder gibt es gerade eine große Freude oder wie auch immer. Das ist alles relativ gut noch ablesbar. Spätestens, wenn wir die Kameras aushaben oder uns auf die Arbeit auf dem virtuellen Whiteboard fokussieren, dann kriegen wir unsere Mitspieler und Gegenübers einfach nicht mehr so mit. Dann geht der Fokus weg eigentlich von der menschlichen Interaktion oder von der zwischenmenschlichen Interaktion auf die rein technische Interaktion. Da kommunizieren wir noch über Sprache und ansonsten über die Position von Mauscursern, die sich dann irgendwo begegnen oder wo wir mal gucken, ne, ich hole euch jetzt mal zu mir, das ist so ein ganz oft zitierter und gehörter Satz. Seht ihr meinen Cursor? Oder im Concept Board oder in Miro, wie auch immer, auf den Moderationsknopf drückst und sagst, so, jetzt seht ihr mal, was ich sehe. Und plötzlich sind sie dann alle wieder weg. Ne? Also da entstehen ganz andere Dynamiken natürlich. Und du weißt auch oftmals einfach gar nicht, sind die Leute überhaupt noch bei dir? Sind die bei der Gruppe? Oder holen sie sich gerade einen Kaffee oder sie haben sonst irgendeine Ablenkung? Das ist dann oftmals einfach nicht mehr sichtbar. Und das macht einen großen. Wobei, böse gesagt, das kommt ja schon auch in Offline-Workshops vor, dass jemand nicht so bei der Sache ist, müde ist, gerade auf ein naja, ich sag mal, in größeren Organisationen gerne mal den Notebook offen hat und noch nebenher ein bisschen was arbeitet oder E-Mails beantwortet. Insoweit ist das auch da in vieler Hinsicht wieder Aufgabe des Moderators, wie man damit umgeht, ob man das einfängt, ob man das irgendwie an den Pranger stellt oder ob man das halt einfach ignorieren kann oder muss, weil es die Situation ist.
Ich habe öfter irgendwie Workshops, da sind dann Leute dabei, die sind gerade in Rufbereitschaft für IT-Betrieb. Denen kann ich nicht sagen, ihr macht jetzt euer Notebook zu und hört hier gefälligst komplett zu. Das passt halt nicht. Ich kann ihnen ihren Job verbieten und ne, die Bude muss laufen. Irgendjemand muss ja auch für den Workshop bezahlen. Also von daher, das ist etwas, da gibt es nicht wirklich richtig oder falsch. Da muss man halt mit umgehen. Und je mehr online, desto mehr sind wir von Technologie abhängig, desto schwieriger sind halt diese Dinge, die wir quasi von Kindesbeinen an in menschlicher Interaktion gelernt und geübt haben, nicht mehr so einfach zugreifbar. Also, wie Marc ja gesagt hat, ne, wenn ich die Leute nicht mehr sehe, wird es schwierig. Also mir geht Bandbreite verloren. Ich sehe Körpersprache nicht mehr, ich sehe Mimik nicht mehr. Wie kompensiert ihr das? Ich vergleiche den immer mit einem richtig großen Workshop. Ne? Wenn du auf der Bühne stehst und vor dir sitzen 200, 300, 400 Leute, dann siehst du bei denen in den letzten zwei Reihen einfach nicht mehr, ob die gerade gähnen oder ob die noch richtig dabei sind. Da kann man sich natürlich ein paar Tricks aneignen und versuchen, entweder von der Bühne runter durch die Reihen laufen oder irgendwie sich immer einzelne Personen rauspicken und das ein bisschen abwechseln. Aber es braucht dann einfach auf der einen Seite Tricks und auf der anderen Seite Erfahrung, damit umgehen zu lernen. Und ich glaube, das gilt in der Online-Welt genauso. Also kann man sich das mit ein paar Tricks irgendwie herzaubern oder gibt es da auch wirklich echte Techniken? Kann ich es durch den Aufbau des Workshops auch machen? Also ne, wenn ich nicht weiß, ob die Leute noch bei mir sind, entlasse ich sie halt nach einer gewissen Zeit in eine Gruppenarbeit und wandere dann in die Gruppen. Da kann ich mich viel mehr auf die Einzelnen konzentrieren und vielleicht mal versuchen rauszukriegen, wie schaut es denn aus, sind sie noch dabei? Also einer deiner konkreten Art und Weisen, damit umzugehen, sind zum Beispiel Gruppenarbeiten, weil die Leute in der kleineren Gruppe anders agieren und rumgehen. Und da muss man nicht mehr so viel laufen, wenn man zum Beispiel in Zoom drin ist, weil man klickt sich da kurz durch und die Leute sind auch überrascht, wenn du das schnell machst. Marc, was ist so einer deiner Sachen, wie du konkret damit umgehst, mit diesem, dass es anders ist, dass du weniger Bandbreite hast, dass die Dynamiken anders sind, dass der Zusammenhalt anders ist oder dass du den Pausen vielleicht nicht siehst, wie Leute dann irgendwie abdampfen? Was ich mittlerweile in fast allen Workshops mache, ist ganz am Anfang die Positionierung, wie sehr bin ich heute eigentlich gerade hier? Also die Leute wirklich zu fragen, auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr bin ich jetzt fokussiert auf das, was wir hier gerade tun? Und das kann eine 0 sein, weil ich gerade in Rufbereitschaft bin und ich genau weiß, dass in 5 Minuten einer klingelt. Das kann sein, dass in einer Stunde kommt hier eine Möbellieferung und ich muss mal eine Viertelstunde raus. Das kann aber auch sein, dass ich mich seit 3 Wochen auf nichts anderes freue, als hier heute an diesem Workshop dabei zu sein. Und ich bin voll auf einer 10 und ich habe die Kinder aus dem Haus geschafft. Der Hund war auch schon Gassi, ne? Hier kann nichts passieren. Und um einfach das auch der gesamten Gruppe gegenüber transparent zu haben, dass es vielleicht Leute gibt, mit denen wir nicht die ganze Zeit hier rechnen können oder die vielleicht mit ihren Gedanken gerade ganz woanders sind, weil sie ein brennendes Problem auf dem Tisch liegen haben, um was sie sich eigentlich viel eher kümmern wollten, sollten, müssten, wie auch immer. Mhm. Und das Zweite ist tatsächlich mehr so eine Haltung, wie ich an die Sache rangehe. Wenn ich da diese ganzen Host-Leadership-Prinzipien mir angucke, ist das eigentlich ein Angebot, was ich hier mache. Es gibt Leute, die sind jetzt hier dabei in meiner Session und ich kann denen nur das Angebot machen, dass sie hier sich aktiv beteiligen können und dass sie dabei sein können und dass sie mitmachen. Wer das nicht tut, der wird seine erwachsenen, hoffentlich guten Gründe haben, das dann gerade nicht zu tun. Und ich fokussiere mich auf die Aktiven, die das Ganze dann mitgestalten. Und das mit Angebot finde ich wertvoller Punkt. Also wenn jemand nicht mitmacht, muss das ja nicht nur dran liegen, dass er mich als Moderator nicht leiden kann, sondern es geht ihm vielleicht auch einfach gerade nicht so gut. Also ich denke, ein Punkt, der absolut nicht zu vernachlässigen ist, ist, gibt den Begriff der Zoom-Fatigue. Also wer schon seit Monaten 8 Stunden am Tag vor dem Computer sitzt, dem viele menschliche Interaktionen, ne, die typischen Kaffeemaschinengespräche und Flurfunk völlig abgeht, das greift auch einfach geistige Gesundheit an. Das ist ein Thema, mit dem man sinnvoll umgehen soll. Natürlich, wenn ich vorne auf der Bühne stehe und mir viel Arbeit zum Vorbereiten gemacht habe, fühlt sich das für mich vielleicht blöd an, wenn jemand gerade nicht so richtig mitmacht. Aber derjenige kann das vielleicht einfach gerade nicht
Und dann ist es auch eine wichtige Aufgabe, darauf Rücksicht zu nehmen und damit umgehen zu lernen. Und das vielleicht auch, wie Marc beschrieben hat, ein bisschen abzufragen oder sich andere Werkzeuge zu überlegen und zu sagen, hey, hier ein ganz wichtiger Tipp, ich sorge dafür im Allgemeinen, wenn ich größere Workshops habe, dass ich mindestens einen Co-Moderator habe. Der kann mir helfen bei technischen Schwierigkeiten, der kann mir aber auch genau dabei helfen. Also jemand, der versucht, auf diese Zeichen zu achten und jemand, der schon länger nicht mehr mitgemacht hat, einfach mal im Privatchat anschreibt und fragt, hey, ist bei dir alles in Ordnung? Wenn du gerade mitmachen kannst, wollen wir für dich irgendwie einen Ersatztermin machen und das einzeln nachbesprechen. Man kann darauf eingehen und das ist, das ist, glaube ich, wichtig zu berücksichtigen, über das Naheliegende und Einfache hinaus. Also ja, wenn ich Online-Workshops mache, mache ich mehr und expliziter Pause und fordere Leute auf, in der Pause auch wirklich aufzustehen und vom Computer wegzugehen. Ja. Ich sage lieber, lass dir die Kamera an und sag mir einen leeren Hintergrund, wenn das irgendwie akzeptabel ist. Aber ich sehe, dass ihr euch bewegt habt. Geht raus vor die Tür, wo richtiger Sauerstoff besteht. Bewegt euch, trinkt was. Einfach tut das, was vernünftigerweise notwendig ist, damit ihr in der Lage seid, mitmachen zu können. Was ich noch ergänzend mache, ist, was ich für mich relativ bewerte, das ist aus diesen ersten Online-Trainings im März entstanden. Ich bin kein großer Fan von Working Agreements vom Trainer oder vom Workshop-Leiter am Anfang vorlesen zu lassen, der dann sagt, das ist jetzt wichtig, seid ihr dabei, weil man von der Teamdynamik in so einer, ja, Chef, tolle Idee, Chef, wir sind ja gerade alle im Forming, also wir finden das alle gut, Marc, mach weiter, so, das ist so, natürlich kann ich mich später drauf berufen, aber ich finde das von der Dynamik her meistens ein bisschen schwierig, weil es halt meistens abgenickt wird. Was ich mir angewöhnt habe, ist, ich frage die Leute relativ am Anfang, was ist wichtig dafür, dass das jetzt ein Weltklasse-Workshop oder ein Weltklasse-Training wird, wenn ich es länger mache? Und sammle es einfach nur ein und wir machen dazu dann nur zu akuten Sachen, wie zum Beispiel zu Pausen machen wir dann einmal kurz Absprachen, zu wirklich akuten Sachen, wo es jetzt am Anfang hilfreich ist, damit anzufangen. Bei allen anderen Sachen mache ich eine Umfrage direkt nach der Mittagspause und sage, so, das habt ihr gesagt, es ist euch wichtig, damit es ein Weltklasse-Training sind. Wir haben jetzt erste Interaktion gemacht. Ich hätte jetzt gerne mal eine Einschätzung, was von dem sagt ihr, ist okay und brauchen wir auch gar nicht weiter drauf gucken und was sind Sachen, wo er sagt, da besteht Handlungsbedarf und dann haben sich viele Sachen aus der Empathie der Gruppe und am Automatismen in einer Gruppe schon gelegt und da muss man auch gar nicht weiter drauf eingehen, aber sagen, an der und der Stelle müssen wir rangehen und es kommt halt von ihnen und es ist, wird halt mit reingebracht und so schaffe ich es ein bisschen mehr Ownership zu erzeugen, dass es ein gemeinsames wird. Und ein bisschen auch diese Gruppendynamik, weil wenn du 12 Leute zusammen hast, die vorher noch nie was gemacht haben, denen sagst, sind diese Regeln okay für euch und habt ihr noch was, sagen die immer irgendwie zu mir, sagen die immer, super. Und das habe ich für mich so ein bisschen durchbrochen. Was? Also ähnlicher Effekt wie die ROTI-Abfrage am Ende, ne? Return on Time Invested, da kommt immer eine 4 raus. Ja, wobei ich bin, das ist auch ein anderes Thema nochmal, für wie bewertet man Trainings und Workshops an der Stelle, weil du kannst halt einen Energizer machen, dass alle in einer Huka-Chaka-Stimmung machen und plötzlich halten sie alle einen, wie vielen Leuten würdest du empfehlen, plötzlich halten fast alle eine 10 hoch und dann kann man sich als Trainer oder Facilitator dabei einen Kicks freuen, was für ein toller Typ man ist, aber wenn man ehrlich ist, ist das, worauf es ankommt, ja eine Woche, 2 Wochen, 4 Wochen, 3 Monate später rauszufinden, ob die Sachen wirken und nicht, dass man diesen künstlichen Raum halt erzeugt. Also da muss man marketingtechnisch spielt damit vielleicht der eine oder andere, so sah das zumindest zu Anfang auch auf LinkedIn für mich aus, also wo dann alle ihre Feedbacks reingepostet hat, hey, die Leute, meine Teilnehmer sind total begeistert und ich frage mich dann, wie viele von euch haben die Leute vorher angeheizt, dass sie das so hochhalten und bei wie vielen war es jetzt so wirklich, weil ich glaube, es ist ja auch möglich, wirklich gute Workshops zu machen. Ich habe ja bei mir auch das Feedback gekriegt, dass 50%, über 50% meiner Teilnehmer aus Offline-Trainings gesagt haben, sie fanden mein Online-Training besser. Das finde ich marketingtechnisch immer noch ein Hammersatz, den ich irgendwo einbauen muss. Aber der Punkt dabei ist der, was ist vertrauenswürdiges Feedback und wie viel kann man davon im Training einsammeln? Tatsächlich glaube ich, dass das sogar in der Online-Welt, dass es da Werkzeuge gibt, die uns das vielleicht einfacher machen. Wenn es um Feedback geht, also was ich zum Beispiel bei einem Roti, solange ich ihn gemacht habe, immer gemacht habe, ist das Ding nach außen hängen. Nicht in den Raum, sodass nicht der eine, der 10 Minuten früher weg muss, für alle sichtbar sein Votum abgibt, sondern ne, das machen wir draußen. Also allein dieser Schritt mit, du sollst in der Lage sein, ohne Angst vor Bewertung durch andere dein Feedback abgeben zu können. Also anonym.
ich kann ein Menti aufmachen, ne, da steht ein, weiß nicht, mittlerweile 6- oder 7-stelliger Code. Und da kann jeder zu jedem Zeitpunkt irgendwas hinmachen. Und naja, das geht mit dem Handy, das hat sowieso jeder alle Stunde mal in der Hand. Das finde ich ist eigentlich sogar inklusiver als andere Mittelchen, die man früher so machen musste, weil viele Menschen einfach in der großen Gruppe auch Unsicherheiten plagen, dass sie da sich nicht exponieren wollen oder nicht zeigen wollen, dass sie jetzt der Stinkstiefel sind, der das gerade nicht gut fand. Mhm. Da ist so anonymisiertes Feedback echt ein Fortschritt, ehrlich gesagt. Ja, das, was wir auch schon in unseren Online-Trainings mit Google Forms gemacht haben, wo du wirklich auch qualifiziertes Feedback explizit anfragst. Ne? Sag uns doch mal ganz konkret dieses und jenes, was wir noch wissen wollen zum Training, mit dem du dann auch viel mehr anfangen kannst. Und die Leute keine Angst haben müssen und es auch da wieder freiwillig ist, überhaupt was zu hinterlassen. Unter allen, die NPS 10 abgegeben haben, verlosen wir einen 50€ Amazon-Gutschein. Wäre bestimmt gut. Coole Idee. Aber ja. tatsächlich hat mich online dazu gebracht, deutlich eher mit den Leuten eine Woche später nochmal in die Interaktion zu gehen. Das ist halt eine andere Art von Feedback. Es sind nicht so viele Überraschungen drin gewesen, wie ich mir erhofft habe, aber es ist halt einfach eine Sache, wie guckst du zurück, was kommst du mit rein? Und das finde ich halt unglaublich wertvoll. Absolut. Also ich meine, eine gute Umfrage, finde ich, was Bewertung angeht, ist anonym und beinhaltet die optionale Möglichkeit, einen Namen dazu zu schreiben oder eine Chance, in einen 1:1 Austausch zu gehen. Wenn jemand das will, möchte ich das ermöglichen, aber wenn jemand das nicht will, darf ich es, glaube ich, keinesfalls erzwingen, denn sonst verfälsche ich pauschal, was ich zu messen gedenke. Ich würde jetzt gern zum Abschluss kommen und ich habe noch einen letzten Themenbereich, den ich mit euch machen will, weil wir haben ja darüber gesprochen, hey, was zeichnet gute Spiele im Allgemeinen aus? Ein bisschen auch darüber gegeben, welche Arten von Spielen es gibt. Was unterscheidet Online und Offline? Da haben wir so vor allem drauf geguckt, auch bei Spielen, auch die Gefahr der romantischen Verklärung, der Übertragung, waren jetzt gerade nochmal dem Unterschied eigentlich von Online und Offline ganz allgemein. Aber ihr habt ja so eine Übersicht geschaffen zu Online-Spielen an der Stelle. Und habt euch aufbauend auf eurem Buch gesagt, Mensch, in dem Buch haben wir dazu noch nicht viel drin, habt da was gemacht. Ich hätte gern von euch zwei Sachen noch zum Abschluss von dieser Folge. Und zwar einerseits, für wen ist das gedacht, warum ist das cool, gern auch an einem Beispiel festgemacht. Und vielleicht, wenn ihr noch einen zweiten Tipp habt für die Leute, achtet darauf, dass ihr das und das bei Spielen macht. Wäre das nochmal ganz cool. Also, ihr habt da was Cooles gebaut, erzählt doch mal. Ja, wir haben gebaut. Was haben wir gebaut? Letztendlich, die Fragestellung ist ja, was von all diesen Dingen, die wir da im Buch beschrieben haben, also die ganzen Offline-Themen, die wir im Buch haben, was davon ist denn online möglich und in welcher Art und Weise? Und letztendlich haben wir eine Seite gebaut, die genau das beantwortet. Also welche Spiele, die wir im Buch haben, sind 1:1 übertragbar? Was sind vielleicht Alternativen davon? Und wo macht es einfach keinen Sinn? Ne? Wo sind uns auch bislang keine guten Alternativen begegnet, wo wir sagen, das lohnt sich, da irgendwie Zeit zu investieren und das hat einen guten Effekt. Ja, und die Übersicht haben wir gebaut. Das gibt es jetzt online verfügbar. Tendenz natürlich im Laufe der Zeit noch anwachsend mit weiteren Online-Formaten und Alternativen, die uns begegnen. Genau. Für wen ist das interessant und warum? Naja, im Grunde genommen, was wir auch schon als Zielgruppe für unser Buch vorhatten, jeder, der in die Verlegenheit kommt, einen Workshop moderieren zu müssen, nach irgendeiner Aktivität sucht. Also wir haben unser Buch Agile Spiele genannt, aber wie Marc eingangs auch schon gesagt hat, ich erwähne ihn heute ganz oft, relativ viele der Aktionen, ne, Opener, Closer oder irgendwie Energizer, das hat ja in vieler Hinsicht gar nichts mit Agile zu tun. Also das ist einfach nur Workshop-Moderation. Jeder, der das macht, der das braucht, kann sich da hoffentlich und dankenswerterweise und auch gerne bedienen. Dafür ist es gedacht. Und wenn dann die Vermittlung des einen oder anderen Grundprinzips aus Agil und Lean und aus anderen Dingen, die wir jetzt sehr schätzen, damit rüberkommt, dann, glaube ich, beschweren wir uns nicht. Also du kannst natürlich die klassischen Rollen runterbeten und sagen, das ist was für Scrum Master und für Agile Coaches, aber im Grunde genommen ist das ein Ja und nicht ein Ja oder. Trotz allem, es gibt natürlich für die einzelnen Rollen auch prädestinierte Spiele. Ne? Also wir waren jetzt Ende letzten Jahres beim Product Owner Day vom D-Punkt Verlag unter anderem mit organisiert, waren wir vertreten.
wo wir auch die Frage beantwortet haben, was gibt es denn speziell für die Product Owner Rolle, für spielerische Aktivitäten oder Simulationen, die dir in dieser Rolle auch ganz konkret helfen? Also die Frage lässt sich da auch beantworten. Cool. Was ist ein letztes Statement zu Online-Spielen von euch, von jedem nur ein Satz? Die sind notwendig und manchmal hilfreich. Dennis? Es darf Spaß machen. Das war eine schöne Folge zu Online-Spielen und Online-Simulationen mit Dennis Wagner und Marc Bless. Es hat wieder unglaublich Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Auf bald. Macht's gut. Vielen Dank fürs Dabeisein gewesen dürfen. Ja, danke für uns. Danke, dass du uns dabei hattest. Ciao.